Hallihallo und herzlich willkommen zu etwas, von dem ich selbst fast ein bisschen überrascht bin, dass ich es jetzt aufnehme. Denn, ja, erstens ist es ja eigentlich ein bisschen merkwürdig. Ich meine, auf der To-Do-Liste stehen wirklich, wirklich so einige Serien, die ja gerade noch akut laufen und danach halt, weitere, ich sag mal, Staffeln von Serien, die halt gerade laufen, ne? Also, wenn wir über Drakengard 3 reden, reden wir dann natürlich auch noch über Nier und natürlich das Endziel Nier Automata. Wenn wir über Mass Effect 3 reden, dann sind wir da zwar fast am Ende, aber noch nicht so richtig. Wie gesagt, zum aktuellen Zeitpunkt ist ja Mass Effect Andromeda erstmal nicht angedacht. Da wird sich wahrscheinlich so schnell vermutlich auch nichts dran ändern, weil es einfach dann wirklich noch andere Sachen gibt, die theoretisch in der Pipeline sind. Wie beispielsweise die ganze Krisenberichte-Serie, ne? Ich meine, wir haben am Ende des Tages Demon's Souls weg und Dark Souls Reise 1. Aber der Krisenbericht aus Lordran sollte ja eigentlich noch in Runde 2 gehen und ursprünglich war ja dann auch noch der Rest vom Schützenfest angedacht. Also bis hin zu ja, Dark Souls 2, Dark Souls 3, Bloodborne, seit ich angefangen habe, ist jetzt schon Sekiro rausgekommen und jetzt auch noch Elden Ring, ne? Also selbst wenn From Software am morgigen Tag implodieren würde und niemals wiederkommen würde, hätte ich allein an den From Software-Dingern vermutlich einfach irgendwie Munition für, naja, die nächsten mindestens 4 bis 5 Jahre. Vielleicht macht es auch Sinn, an der Stelle erstmal ganz kurz einen Überblick zu geben, so hausmeistermäßig, wie es denn jetzt mit dem Kanal aussieht und wie es da weitergeht. Also ich hatte es ja schon in einer Endcredit-Tafel geschrieben, wir leben in weirden Zeiten und es gab ja jetzt auch eine kleinere Release-Pause. Das wird vermutlich nicht mal die einzige sein. Also, die nächsten Episoden kommen ja jetzt raus. Ich habe auch tatsächlich noch ein bisschen was aufgenommen, habe immer auch noch total Bock, neues Material aufzunehmen für die bereits laufenden Serien etc. Aber ich kann nicht mit Sicherheit sagen, dass es nicht immer mal wieder so kleinere Release-Pausen geben wird. Das ist am Ende des Tages vermutlich eingedenk der doch recht beschränkten Zuschauerzahlen für die einzelnen Serien. Und zwar einerseits schade für die betreffenden Personen, weil es ja eigentlich cool ist, ne, wenn sich Leute darauf freuen. Und selbst wenn es halt nur 1, 2 oder 3 Leute sind, da irgendwie wöchentlich weiter zu gucken, was denn so in den verschiedenen Serien geht, dann ist es natürlich cool. Kurze Erklärung, da war einfach der Punkt mit allem drum und dran. Also gewisses Arbeitsaufkommen, aber im Gegensatz zu manch anderer Release-Pause in den letzten Jahren lag es tatsächlich nicht final an der Arbeit, sondern mit allem drum und dran, mit der Ukraine-Krise, die dann zum Ukraine-Krieg wurde, mit allen Rattenschwänzen, die da dran hingen, war es halt einfach so, dass ich jetzt tatsächlich einen Zeitraum von so 2,5, 3 Wochen gehabt habe, wo ich mit dem Kopf einfach gänzlich irgendwie woanders war und erstmal irgendwie andere Sachen für mich sortieren musste und mir einen Reim drauf machen musste, etc. Weshalb sowohl aufnehmen als auch irgendwie ja, mich intensiv mit dem Schnitt beschäftigen, da hatte ich dann einfach irgendwie nicht den Kopf frei für und das irgendwie so halb gar pro forma zu machen, wollte ich dann auch nicht. Und tja, wir leben in interessanten Zeiten. Kann also sein, dass es dann immer mal wieder zu kleineren Pausen kommt, das hängt dann einfach wirklich damit zusammen, dass ich entweder real zu viel zu tun habe oder mir zu viel im Kopf rumschwirrt, als dass ich sage, okay, dieses für mich immer noch sehr wichtige Hobby, aber ja, da habe ich jetzt einfach genug irgendwie kognitive Ressourcen, das da irgendwie sinnvoll drauf schmeißen zu wollen. So, das ist also das Erste, was den Kanal irgendwie angeht. Es geht fröhlich weiter. Ob jetzt in der nächsten Zeit wirklich immer die wöchentliche Release-Planung eingehalten werden kann. Das müssen wir sehen. Ich bemühe mich nach Kräften, aber müssen wir mal gucken. Eine zweite Sache ist bezüglich des Contents, der kommt. Also das alte Leid ist ja letztendlich immer noch gegeben. Es gibt ja einige sehr treue Zuschauer, die einfach sich alles irgendwie reintun oder zumindest dann halt irgendwie nebenbei laufen lassen und vielleicht ab und zu mal über einen Joke grinsen oder halt in den Stellen, wo wirklich was abgeht, anhand irgendwie meines Voices dann irgendwie kurz darüber switchen auf den Secondary Screen, dergleichen mehr. Davon abgesehen ist es ja aber so, wenn man halt einen relativ kleinen
Stamm an, sagen wir mal, ja, Stammzuhörern oder Zuschauern halt hat. Die Sache mit dem Feedback. Sowas funktioniert und was funktioniert nicht. Inzwischen ist es halt so, also eine Serie, wo ich regelmäßig zwei unique IDs, die das Video von A bis Z gucken, identifizieren kann, ist für mich quasi schon ein großer Hit. Was eingedenk der Länge der Videos und natürlich auch dem spezifischen Feld, in dem man sich da meistens befindet, so völlig nachvollziehbar ist und auch völlig cool ist. Aber ja, da kriegt man halt immer mit, okay, mache ich jetzt hier gerade quasi eine Serie, die wirklich Special Interest, offenkundig nur einer einzigen Person, die ab und zu mal auf den Kanal kommt, gefällt, die dann auch hart dabei bleibt. Oder habe ich da vielleicht irgendwie zwei Abnehmer ab und zu mal, ist mir nicht hundertprozentig klar wie, aber dann taucht dann plötzlich auch noch so irgendwie ein dritter Like auf, der nicht von mir selber stammt. Ich finde das komplett albern, sich selbst Likes zu geben. Werde ich nicht machen, mache ich auch nicht. Das heißt also, alle Likes, die ihr hier auf dem Kanal seht, sind unique, quasi. Ja, das ist dann immer cool und freue mich, obwohl diese ganze Treu-Report-Geschichte ja inzwischen schon 4 Jahre geht, oder fast 4 Jahre, freue ich mich immer noch wie so ein kleines Schulkind, wenn dann an so einem Video plötzlich mal so eine 3 steht, weil das einfach dann mehr oder minder bedeutet, dass offenkundig 3 Leute das so weit gesehen haben, dass sie gesagt haben, okay, ist cool. Die Abonnenten des Kanals sind jetzt inzwischen auch schon so lange dabei, dass so ein pro forma, ja, ich gebe mal einen Daumen hoch, aber ich habe das Video eigentlich nur 5 Sekunden angeklickt und ich gebe einen Daumen hoch, weil ich irgendwie den Typen, der den Kanal betreibt, kenne und dem Gefallen tun will. Ich glaube, dass, wenn es überhaupt mal existiert hat, ist das, glaube ich, durch. So von der Warte her. Ja, ist das natürlich ganz positiv, aber nach 4 Jahren hat man ja so ein bisschen ein Feeling dafür bekommen, okay, welche Sachen funktionieren, welche funktionieren nicht und was ist, naja, vielleicht auch an den ursprünglichen Idealen oder Zielen oder Visionen vom Channel letztendlich noch übrig, was ist eigentlich noch realistisch, das weiter zu verfolgen. Das sage ich primär deshalb, weil eines der Opfer quasi der neue Ausrichtung würde ich es nicht nennen, war ja schon immer eher so ein bisschen quer durchs Gemüsebeet eingestellt, ne? Aber dieser ursprüngliche Plan, das, womit der Channel eigentlich ursprünglich angefangen hatte, nämlich die gesamten From-Software-Spiele, die allesamt halt einen absoluten Platz in meinem Herzen haben, mit Ausnahme vielleicht mal von Dark Souls 3, mit dem ich größere Probleme habe. Aber die alle mal durchzuspielen und einfach Leuten, die diese Spiele entweder schon gespielt haben und einfach Bock drauf haben, nochmal ein bisschen Nostalgie zu schwelgen, so gucke ich halt viele Let's Plays, ja, oder einfach mal sozusagen andere Meinungen zu haben zu diesem Spiel, was man halt sehr cool findet. Oh, wie reagiert er an der und der Stelle, die mich total geflasht hat? Solche Kisten, ne? Das ist das eine. Ich glaube, das funktioniert auch so halbwegs. Die andere Idee hinter den Krisenberichten war aber auch insbesondere den Leuten, die beispielsweise sagen, oh nee, so schwere Spiele, das ist mir gar nichts. So, don't feel this. Ich habe da keine Lust, mich frustrieren zu lassen. Die wenige Zeit, die ich zum Zocken theoretisch habe, will ich nicht darauf schmeißen. Oder eben vielleicht auch Leute, die gar nicht Videospiele spielen und sich das dann schon dreimal nicht zutrauen würden oder auch überhaupt gar nicht wissen würden, warum sie sich würden zutrauen sollen, was da man Positives rausnehmen kann, warum es cool ist irgendwie, warum es auch spannend, atmosphärisch sein kann, irgendwie diese Story mitzuerleben. Ja, denen halt eine Möglichkeit zu bieten, da einfach mal reinzugucken, ohne viel selbst machen zu müssen und sich da irgendwie auch an vielleicht frustigen Stellen irgendwie aufzuhängen. Immer wenn ich mich in frustigen Stellen aufhänge, wird es ja für den Schnitt quasi, ne, wird in der Post-Production dann zusammengeschnitten. Dass man eigentlich immer so straight mitbekommt, wie so der idealtypische Fluss wäre. Diese letzten Aspekte, also dieses, okay, Leute, die entweder sich nicht zutrauen, aber vielleicht dann doch Spaß haben könnten an so den Narrativen, an der Geschichte und auch an der Atmosphäre der Souls-Spiele, der Souls-Likes, wie auch immer, aus FromSoft-Hause. Das hat halt überhaupt gar nicht geklappt, war wahrscheinlich einfach auch extrem überkandidelt, das irgendwie anzunehmen oder vielleicht auch vermessen. So, das muss man tatsächlich mal einsehen. Und ein Feedback, was ich jetzt inzwischen schon bekommen habe, ist, diejenigen, die das verschiedenen Serien oder zumindest Teile davon aktiv verfolgen, da ist jetzt erstmal schon ein Großteil dabei, die beispielsweise Dark Souls schon gespielt haben und auch kennen. Und teilweise auch Leute, die ich dann teilweise damals gescherpert habe, also wo ich dann immer mich habe beschwören lassen und
quasi während wir uns da durchgerockt haben, live irgendwie so ein bisschen kommentiert habe und Story-Zusammenfassungen. Und dann haben wir uns, während wir das Spiel gespielt haben, halt über die Story unterhalten und was könnte was bedeuten und sowas. Ich hatte immer gehofft, dass dieses Let's Play auch für diese Leute trotzdem einen Mehrwert hatte. Das geht so. Also da liegen auf jeden Fall diverseste Potenziale einfach da brach, dass die Leute halt gesagt haben, so, oh, Zeit ist knapp gemessen und ganz ehrlich, ich kenne Dark Souls halt schon, ich kann mir nicht vorstellen, dass du mir da so revolutionär Neues irgendwie vorstellen könntest oder bla, sonst was, nee, machen wir nicht. So, natürlich wird Dark Souls Reise 2, also Dark Souls 1 Reise 2, ne, der Krisenbericht aus Lordran, wird auf jeden Fall noch gemacht, das ist fest in der Planung. Alles, was darüber hinausgeht, also Dark Souls 2, 3, Sekiro, ist im Moment für mich erstmal sehr massiv in den Hintergrund gerückt. Und das nicht nur aufgrund der Tatsache, dass ja, deren Beginn überhaupt jetzt erstmal noch in ziemlich weiter Ferne liegt. Das ist halt das Problem, wenn man den Quatsch nicht hauptberuflich macht, ne, sondern versucht, neben sozusagen Vollzeitjob, teilweise anderthalb Vollzeitjobs durch die nebenberufliche Dozententätigkeit. Plus dann irgendwie will man auch nicht, dass der Freundeskreis oder dass die eigene soziale, das eigene soziale Gefüge komplett implodiert, weil man sich einfach gar nicht mehr blicken lässt. Und naja, dann bleibt halt nur eine Zeit X übrig, die dann auch großteilig noch in irgendwelche Schnittgeschichten reingeht, etc. Ja, so. Genau, Ende vom Lied ist also Dark Souls 2, Dark Souls 3, Sekiro fällt erstmal weg. Bloodborne hatte ich ja tatsächlich schon mal eine komplette Aufnahme gemacht, damals noch mit dem alten Demon's Souls Setup. Der Sound ist relativ gräuselig, ich würde es gerne nochmal neu machen. Und das kann durchaus sein, dass das irgendwie nochmal kommt. Das mache ich jetzt auch tatsächlich einerseits wunschabhängig. Also wenn ihr jetzt sagt, boah, Bloodborne auf jeden Fall, das kann ich selber nicht spielen, weil ich irgendwie nicht die Möglichkeiten habe, nicht die Konsole habe, was auch immer. Und da würde ich auf jeden Fall gerne sehen wollen, was da abgeht, lasst mich wissen. Ansonsten würde ich das einfach ein bisschen nach Lust und Laune festmachen. Der Rest wäre dann erstmal gegessen. Also der jetzige Fahrplan besagt halt einfach, geplant ist natürlich Mass Effect 3 zu beenden und damit auch das gesamte Restefestessen quasi zu beenden. Und danach dann eigentlich erstmal den Fokus zu legen auf Krisenbericht, vermutlich wieder auf dem Sonntagsslot. Und halt Goldstücke-Geschichten, die würden dann vom Sonntag auf den Mittwochslot rüberwandern. Ergo erstmal die Nier-Serie. So, das erstmal zu den grundsätzlichen Plänen. Das kann sich in Kürze schon nochmal ändern. Manchmal hat man das ja, dass man so geflasht ist von irgendeinem Spiel oder, keine Ahnung, man irgendwas teilen will. Oder hier, wie damals den Tales from the Borderlands, quasi Quickie, den ich da mal eingeschoben habe, einfach weil es gut gepasst hat und eine kleine handliche Sache war. Das kann immer passieren, aber das ist Stand jetzt, also 20.03.2022, sind das jetzt erstmal so die Grobplanung dessen, was irgendwie passieren soll. Genau. Ja, jetzt ist doch irgendwie ein Hausmeister Assoblaste draus geworden, aber ist vielleicht auch gar nicht mal verkehrt, wenn wir mal ganz kurz drüber sprechen. Wie gesagt, die Assoblaste in dem Zusammenhang doch eines der beliebteren Formate, vermutlich, weil man da wirklich ohne schlechtes Gewissen das als, einfach als Podcast laufen lassen kann. Und dann ist gut, logisch. Ne? Fällt mir gerade ein, wenn jetzt spontan mal doch ein Hausmeister Assoblaster der eigentlichen Ankündigung und dem eigentlichen Inhalt des angedachten Plausches hier irgendwie dann wahrscheinlich vorgeschaltet wird. Thema Podcast für diejenigen, die es vielleicht nicht mitbekommen haben. Ich habe entgegen alter Gewohnheiten in zumindest bestimmten Kanälen, in denen ich irgendwie unterwegs bin, WhatsApp etc. Auch nochmal darauf hingewiesen, es gibt jetzt tatsächlich einen neuen Podcast, der insofern ein bisschen mehr die alte Trollreport-Podcast-Schiene aufgreift, als dass es tatsächlich wieder ein ja, Multi-Host-Podcast ist. Die Assoblaster wird es zwischendrin immer mal geben, das ist halt mir ganz schön, wenn man gerade mal einen Gedanken vorzart oder irgendwas loswerden will. Ne? Kann man es mal machen und in den Raum stellen und irgendwie zumindest in meine unmittelbare soziale Bubble erstmal das Angebot zu stellen, so hey, hier ist Zeug. Wenn ihr das auch interessant findet, dann können wir auch gerne mal drüber quatschen. Dann könnt ihr so meine Sicht schon mal ein bisschen und die Fakten, die ich mir zusammengesammelt habe. Und dann kann man darüber streiten. Und streiten ist genau das Thema für diesen Podcast. Der ist nicht auf dem klassischen Der Trollreport-Channel gehostet, sondern wir haben ein eigenes Ding dafür aufgemacht. Den Millennial Mindset Mixer. Bei dem Podcast, da geht es tatsächlich vorrangig nicht, wie damals beim Trollreport, um Videospiele oder dergleichen mehr. Sondern eher politisches, gesellschaftliches, geostrategisches und ansonsten aber auch alles, worauf wir irgendwie Bock haben.
Immer allerdings mit dem Blick auf das Thema Diskurs. Ich hatte es in einigen Assoziationsblastern schon angebracht, ne? Dass ich doch häufig genervt bin, jetzt gerade zu Zeiten des Ukraine-Krieges und drum und dran, mehr genervt bin denn je zuvor, wie runtergekommen eigentlich unsere Diskurskultur auch in Deutschland ist. Seien es die zunehmenden Bubblebretter, die irgendwie so die verschiedensten Richtungen, ob das jetzt irgendwie links, rechts, liberal, was weiß ich was, ist, irgendwie gefühlt vor der Stirn haben, wie die Fronten einfach völlig sinnlos verhärtet werden, weil es großteilig, habe ich das Gefühl, in den Diskursen halt nicht mehr darum geht, irgendwie einen Wissenszuwachs zu haben, die Welt ein bisschen besser zu begreifen und sich auch mal in eine andere rein zu versetzen, sondern ich habe Recht und bin voll schlau. Und deshalb knacke ich die weg. Spacken. Genau. Und unter diesem Aspekt haben wir halt mehr oder weniger diesen Diskurs-Podcast, wo wir uns teilweise halt irgendwie so typische Narrative, die aus unserer Sicht dann gerade dem modernen Diskurs, sei es aus Richtung der Medienlandschaft oder vor dem, was so in Social Media abgeht, so ein bisschen beherrschen. Und aber auch immer versuchen, einerseits so ein bisschen, wo es aus unserer Sicht sinnvoll ist, eine Gegenposition zumindest mal als Gedankenspiel einzunehmen und ansonsten vor allen Dingen uns zu streiten oder ja, angeregt zu debattieren. Streiten trifft es ja nicht, aber weil wir ganz bewusst darauf Wert gelegt haben, also die beiden anderen Hosts, die aktuell noch dabei sind und wir haben auch schon eine Hostess ist eigentlich, Hostess ist weird, es trifft's nicht. Also einen weiblichen Host, ne? Die da durchaus Interesse gezeigt hätte, mal mitzumachen. Und das aber aus, sagen wir mal, durchaus verschiedensten Richtungen. Also gerade themenspezifisch haben wir dann teilweise einfach durch die Personen, die dann mitmachen, halt einen Mix aus, sagen wir mal, sozial engagiert, tatsächlich eher grün eingestellt. Also das, was man heute so klassischerweise als links bezeichnen würde vermutlich. Mich, was auch immer das ist, fluktuiert ja wieder zwischen Erzkonserve und Freiheitslibelle und trotzdem immer noch irgendwie linke Socke. Und ja, dann halt noch der gute Stefan, der gut und gerne und auch mal ohne Schmerzen zu haben, an den Stellen, wo es sinnvoll ist, eher als konservativ gelabelte Ansichten teilt. Und am Ende des Tages, also teilweise, je nach Thema, treffen da wirklich sehr unterschiedliche Ansichten aufeinander. Und was wir einfach zeigen wollen, ist, okay, dann kann man entweder dazu nutzen, sich irgendwie gegenseitig runterzuputzen, zu diffamieren oder sonst was, oder man kann versuchen, irgendwie mit Argumenten mal dahinter zu kommen, okay, wer liegt denn vielleicht einen Tacken näher an der Wahrheit? Beziehungsweise daran, wie es halt wirklich ausschaut, soweit sich das bestimmen lässt, ne? Genau, also das ist so ein Nebenprojekt, auch das hat mich in den letzten Wochen halt auch nochmal ein bisschen gekostet, weil ich da auch mich natürlich aus, sagen wir mal, der ganzen Post-Production und so nicht gänzlich aushalte. Das sei an der Stelle nur ein bisschen geplackt. Könnt ihr einfach mal gucken, ich werde das auf jeden Fall auch als, ja, quasi verwandter Channel zum Treureport nehmen. Der Channel ist wie der Treureport selbst auch sehr klein. Aktuell findet man es noch nicht so wirklich gut, wenn man bei YouTube Millennial Mindset Mixer eingibt. Vielleicht ändert sich das irgendwann mal. Vielleicht werden wir auch generell über kurz oder lang den Fokus von YouTube wegnehmen, dann wirklich zu Soundcloud oder sonst was. Das ist alles noch ein bisschen in der Mache. Und hängt dann natürlich auch damit ab, sozusagen, wie, ob das Ganze dann irgendwie Anklang findet oder nicht. Jo, so, lange Rede, kurzer Sinn. Also die Zukunft des Channels erstmal grob dargestellt und ja, mein Schweigen die letzten paar Wochen so ein bisschen dargestellt. Kommen wir mal als letztes Hausmeister-Thema dann die Überleitung zu dem, was ich heute eigentlich machen wollte. Es gibt eine Ankündigung. Es wird eine neue Serie geben. Passend zu dem, was ich gesagt hatte, ne? Ordentlich genug Zeit und oh, der To-Do-Stapel ist eh schon irgendwie so riesig und ich nehme schon fleißig weg. Und was ist also das Beste, wenn du nicht viel Zeit hast? Zusätzlich auch nicht immer den Kopf frei hast, um dich drum zu kümmern, was dich noch mehr in Verzug bringt mit den einzelnen Serien. Und jetzt dir ganz nebenbei halt noch irgendwie einen separaten Podcast, wo irgendwie auch andere Leute dranhängen, die dann vielleicht irgendwann auch wollen, dass das, was wir da irgendwie gemacht haben, dann nochmal fertig geschnitten irgendwie hochgeladen wird. Ja, was ist das Beste, was man bei so einer Belastungsspitzen quasi macht? Genau, meine neue Serie. Aber da gibt's gleich die sozusagen erste Einschränkung. Ich sehe das Ganze massiv unter dem Label Die Goldstücke. Es ist ein relativ frisches Goldstück, was ich entdeckt habe, aber eins, womit im Moment ich wirklich eine Menge verbinde, weil es mich ungelogen
durch einige wenige, aber dafür sehr intensive, relativ düstere Tage jetzt in den letzten paar Wochen irgendwie durchgebracht hat. Dieses Spiel war so ein bisschen mein Bungalow in Sankt Nirgendwo, wo man sich dann kopfmäßig irgendwie hinbegeben hat. Ich habe ja immer gesagt, bin eigentlich kein großer Freund davon, irgendwie Videospiele nur als irgendwie sinnlose Realitätsflucht zu verstehen oder generell als Realitätsflucht. Meine Herangehensweise ist ja bei Spielen meistens eher, dass durch halt die Beschäftigung mit Narrativen etc. Ja, und man natürlich trotzdem einfach Spaß hat und auch eine gute Zeit hat und vielleicht mal ein bisschen abschalten kann, aber trotzdem immer noch was mitnimmt. Das habe ich bei diesem Spiel tatsächlich auch, sonst wäre es kein Goldstück bei mir. Aber dieser, okay, ich muss einfach mal runterkommen, ich muss den Kopf abschalten, muss irgendwo hin, wo eigentlich mich gerade nicht alles komplett ankotzt oder alles unklar ist oder ich irgendwie so eine komplett existenzielle Krise habe, wenn man das jetzt mal so prosaisch beschreiben wollen würde. Viele Sachen, viele Gewissheiten der letzten Jahre auch nochmal selbst überdenken musste. Und jedes Spiel, was jetzt also quasi ganz merkwürdig mitten zwischen alle offiziellen Release-Pläne und sowas da aufpoppt, war genau das Spiel, was mich da rausgerissen hat. Und bevor ich jetzt allerdings dann mehr oder minder in den nächsten eigentlichen Inhaltsteil überwechsel, dann auch sage, um welches Spiel es sich denn handelt. Und auch einige ja wirklich relevante Informationen rund um das Spiel, was wir dann auch brauchen werden, quasi um alles danach folgende, das eigentliche Loreplay, beziehungsweise den eigentlichen Story-Mode irgendwie so aufnehmen zu können. Sei nur an der Stelle davor gesagt, diese Serie, die ich jetzt quasi hiermit offiziell erstmal starte, ist eine komplette Wildcard. Also wenn ich mir vorstelle, dass eines Tages der Tag erreicht ist, wo die Serie tatsächlich abgeschlossen ist für dieses Spiel, denn es ist nicht nur allein das Spiel, sondern es sind auch 4 Erweiterungen. Wenn ich das wirklich so durchziehen würde, wäre es, glaube ich, die mit Abstand abartig längste Serie, die ich bisher gemacht habe. Und ihr wisst, da gibt es schon einige Serien, so Mass Effect 2 war ja auch nicht in 3 Episoden durch, ne? Beispielsweise. Und von der Warte her, normalerweise sage ich ja, was ich angefangen habe, das ziehe ich durch, ne? Also wenn ich eine Erstinspektion ankündige, dann gibt es die 1, 2, maximal 3 Episoden und dann halte ich mir vielleicht dieses Türchen offen, irgendwann mal viel später das nochmal aufzugreifen und da weiterzumachen. Aber Serien so was wie Mass Effect 3 oder wie halt eben jetzt auch Drakengard 3, die mache ich halt fertig. So. Wenn ursprünglich vielleicht etwas überambitionierte Serien dann letztendlich, weil sie dann nicht ganz so gut funktionieren oder weil sich mein Fokus dann noch verschifftet hat, dann eventuell vorzeitig abgekappt werden, so beispielsweise wie, wo ich jetzt gesagt habe, okay, Dark Souls 2, 3, Sekiro, die fallen jetzt erstmal hinten runter. So, das kann passieren. Aber wenn ich was starte, mache ich das im Normalfall fertig. Das sage ich explizit für diese Serie jetzt nicht. Und wenn ich dann gleich sage, was ist, werdet ihr hoffentlich verstehen, warum ich das sage. Nichtsdestotrotz hat mich dieses Ding nicht nur supported, wie gesagt, in den letzten paar Wochen, sondern so dermaßen geflasht, obwohl ich mit dem Genre, in dem das Spiel spielt, wirklich mehr als vertraut bin. Dass ich gesagt habe, es ist wieder eines dieser Spiele, wo ich große Ressentiments hatte, wo man von außen immer gehört hat, ja, nee, und das ist aber voll toll und ist voll großartig, allein aber, da es dem Genre zugehörig ist, in dem es unterwegs ist, habe ich schon gesagt, nee, habe ich keinen Bock drauf. Dann hast du dir einzelne Bilder angeguckt und gesagt, oh, nee, habe ich aber noch 3-mal keinen Bock drauf. Und dann habe ich mir teilweise die Leute angeguckt, die mir dann erzählt hatten, also was heißt mir, nicht direkt, na, aber so in Foren oder in irgendwelchen Videos, ja, das hat eine total tolle Story. Da war auch ein Teil der Leute dabei, die beispielsweise ein Final Fantasy 13 bezeichnet hatten als hat eine gute Story. Und ich denke, okay, wenn das euer Geschmack ist, dann kommen wir da nicht zusammen. Das geht gar nicht. Stellt sich raus, geht doch. Also, ja, es ist instantan, obwohl ich im Januar 2022 das erste Mal Hand an dieses Ding angelegt habe. Wir sind jetzt quasi 2 Monate später, 2 Monate, in denen ich sozusagen in der Freizeit, die normalerweise für Post-Production-Schnippelei draufgegangen wäre, dann zumindest einen Teil davon halt auf dieses Spiel geworfen habe, habe schon einige Stunden da rein versenkt und es ist instantan schon jetzt wieder Drakengard 3 Rules, selbst wenn ab dem Punkt, wo ich jetzt eigentlich in meinem privaten Spiel durchgegangen bin, am Ende des Hauptspiels effektiv, also das Hauptspiel ist komplett durch, kommen wir zu einer Erweiterung. Wenn das alles ist, und der Rest danach wird komplette Grütze, komplette Gülle, ist es ein Goldstück von mir, instantan. Und ich weiß, dass das Hauptspiel als
größter Schwachpunkt gilt. Sämtlichste Leute sagen, okay, mit den Erweiterungen geht's richtig los. Und das ist halt so, ich wollte es ursprünglich eigentlich wirklich privat für mich zocken und bin aber inzwischen zu dem Schluss gekommen, es ist so verflucht gut und gleichzeitig ist, glaube ich, die Einstiegshürde aus verschiedenerlei Gründen, die ich dann jetzt gleich mal beleuchten werde, so verflucht hoch und mögliche Vorurteile, die man dagegen haben kann, die das Spiel auf den ersten Blick auch nicht ausräumt. Wir leben ja einfach schon ziemlich in goldenen Zeiten. Gerade jetzt, so sagen wir mal, meine Generation, alle so mit 20er bis mit 30er. Wir haben halt großteilig den Vorteil, dass man dann schon in irgendeiner Form arbeitstätig ist und zumindest ein bisschen Kohle irgendwie mit nach Hause bringt. Mal mehr, mal weniger, je nachdem, wie das Glück einem eben halt heult ist und wo man dann letztendlich, wo es einen hingespült hat. Aber ich habe festgestellt, bei den meisten Leuten so in der Alterskategorie ist halt vor allen Dingen Zeit ein gewisser Faktor, ne? Irgendwie so alles oder generell nicht alles, aber so in vieles mal irgendwie so reinschnuppern und so, das muss man dann tatsächlich auch schon wirklich wollen. Und ich denke mir aber, ne, wenn man so ein Spiel hat wie das, was ich jetzt gleich benennen werde, wo die Rahmenbedingungen alle so von außen so scheiße aussehen und es haut einen halt wirklich einfach um, weil sich hinter dieser Fassade wirklich mehr versteckt. Das erweckt halt zumindest für mich dann halt immer auch eine Begeisterung und irgendwie ein, ja, das ist ja die Idee hinter diesen ganzen Goldstücke-Dingen. Das sind einfach die Darlings, die einem einfach so gut gefallen, dass man eigentlich guten Gewissens sagen würde zu einem guten Kumpel, dem man wünscht, dass er auch eine gute Zeit hat, dass er genauso weggeblasen wird, ne? So sagen, ey, eigentlich musst du das mal zocken. So, das, die Story musst du dir mal reinziehen, ne? Oder wenn man halt nicht so auf Story steht, dann, Alter, so die Steuerung und das ganze Gunplay von irgendeinem Shooter oder so, ne? Boah, das musst du gesehen haben. Zumindest aus meiner Sicht sind so eine Empfehlung ja in den allermeisten Fällen wirklich einfach nur dazu da, ey, ich habe eine geile Zeit gehabt und ich möchte jemandem anderen, der mir irgendwie am Herzen liegt, dem ich einfach auch wünsche, weil es mein Kumpel ist, meine Kumpeline, dass er oder sie eine gute Zeit hat, ne? Also versuchst du das irgendwie so rüberzubringen. Geschmäcker sind natürlich verschieden, kann man halt immer gucken, wie man möchte. Aber ich glaube halt schon, dass es halt diese Games gibt, die dann nochmal extra besonders sind. Und gerade bei dem Spiel, was jetzt quasi in die spontan in meine Schedule reinrutscht, von dem ich noch nicht sagen kann, wie viele Folgen ich davon überhaupt mache. Es hängt auch ein bisschen vom Feedback ab, klar. Auch davon ab, wie viel sozusagen Bock es mir macht, das Ganze irgendwie so mitzukommentieren. Wenn ich irgendwann merke, nee, eigentlich will ich das wirklich nur gechillt für mich genießen. Und es gibt auch keine Nachfrage dafür. Naja, dann können wir es auch nach 3 Folgen locker wieder einstampfen. Kostet nichts. Ist ja einfach, es ist wie gesagt die Wildcard, ne? Aber Stand jetzt gibt es einfach was ich irgendwie da teilen möchte. Ich bin weiß Gott nicht der Erste. Überhaupt nicht. Im Gegenteil, wie so häufig, totally late to the party. Weiß allerdings auch, dass ich nicht der Einzige bin, der late to the party ist. Und wie immer gilt, wenn ich auch nur einer einzigen Seele da draußen irgendwie so ein bisschen nahe bringen kann, warum Final Fantasy XIV nicht nur eine komplett bizarre Anomalie im positiv denkbarsten Sinne ist, sondern auch ein absolutes Goldstück, das man einfach mal irgendwie erlebt haben muss, dann bin ich ja schon zufrieden. Es geht um Final Fantasy XIV, ein MMORPG. Und was das so besonders macht und warum ich da so geflasht bin, warum ich in einer ähnlichen Intensität wie damals, als ich Dark Souls das erste Mal für mich so wirklich entdeckt hatte, also wirklich gerafft habe, wie tief man da eigentlich in diesen Kaninchenbau reingehen kann, wie sehr ich nur an der Oberfläche gekratzt hatte, was Mechaniken angeht, was Story angeht und so weiter, ne? So, dieses typische, wäre dann irgendwie zum Software-Prediger geworden und in eigentlich noch viel, viel schnellerer Zeit hat Final Fantasy XIV bei mir genau dasselbe hinbekommen. Warum das so ist, besprechen wir gleich. Würde mich freuen, wenn ihr da auch einhören würdet in den offiziellen Final Fantasy XIV Treureport Story Mode Primer. Bis hoffentlich gleich in Teil 2.